Was geht ab, Leute? Heute zeige ich euch einen Shiny-Glitch, wie ihr Shiny Meteno in Karmesin und Purpur im neuen Pokémon-DLC ganz einfach fangen könnt. Wichtige Information zu Beginn des Videos, und zwar, Leute, wir wollen das Pokémon Shiny ernten. Das bedeutet, wir arbeiten hier mit einer Wahrscheinlichkeit. Es bedeutet nicht, dass ihr es nach 1, 2, 3 Sandwiches bekommt. Nein, es kann auch etwas länger dauern. What? Denkt dran, Sachen wie Schillerkraft-Sandwiches oder Schillerpin helfen euch aus, um die Wahrscheinlichkeit nochmal zu erhöhen, dass ihr das bekommt. Dieses Video dreht sich darum, wie ihr Shiny Meteno ganz einfach erkennen und leicht fangen könnt. Ich meine, die Shiny-Form ist wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen, aber diese Methode, die ich euch im Video zeigen werde, erleichtert es euch auf jeden Fall. Und darum dreht sich dieses Video, wie ihr Shiny Meteno ganz einfach Shiny handen und fangen könnt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. By the way, ich will die 20k bis zum Ende des Jahres erreichen. Lasst ein Abo da. Danke. Ich habe etwas richtig Krasses herausgefunden. Und zwar, wir alle lieben ja Shiny Meteno. Und heute, meine Damen und Herren, fliegen wir zu einem Shiny-Spot, wo man ihn wirklich ganz gut einfach catchen kann. Leute, ganz wichtig, wegen Meteno. Und zwar folgende Sache. Stellt euch erstmal bitte richtig hin. Und zwar, da ist ein Eisberg. Hier ist das Gebüsch. Wir stellen uns genau dazwischen. Das befindet sich, oder besser gesagt, der Spot befindet sich genau hier auf der Karte. Das zweite, was wir machen werden, ist einmal speichern. Für das Sandwich von Meteno brauchen wir folgende Zutaten. Und zwar brauchen wir Tomate, Zwiebel, grüne Paprika und zweimal gebratenen Speck sowie zwei beliebige Geheimgewürze. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, bekommt ihr Schillerkraft, Begegnungskraft, Level 3 für Gesteins-Pokémon. Und ihr fragt euch sicherlich, Uso, ja, wir kennen auch 10.000 andere Meteno-Spots, das ist alles, ja, kennen wir bereits. Und zwar soll das so funktionieren. An einem Shiny-Spot sind normalerweise immer 15 Pokémon. Bei Meteno wiederum ist es so, dass wenn ein Shiny in diesem Spawn auftritt, dass statt 15 Pokémon 16 Pokémon spawnen. Ihr habt richtig gehört. Eure Aufgabe besteht es darin zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sind 15 Meteno gespawnt, könnt ihr ohne Bedenken einfach das Picknick resetten. Sind 16 Meteno gespawnt, geht ihr hin und besiegt jedes einzelne im Auto-Battle-Kampf. Und checkt ab, ob ein Shiny Meteno dabei ist. Ein Tipp von meiner Seite, den ich später befolgt habe, nachdem ich im Livestream-Chat mitbekommen habe, dass es da sehr, sehr gute Tipps gibt, denn Meteno kann Explosion und Risiko-Tackle. Wie verhindern wir diese Attacken? Und zwar, ich habe einen Enton dabei, ein Shiny Enton natürlich, mit Aussetzer und der Fähigkeit Feuchtigkeit. Ich glaube, das ist eine reguläre Feuchtigkeit. Ich glaube, das ist eine reguläre Fähigkeit. Dann... Dieses Enton nimmt ihr dann quasi mit, sorgt dafür, dass er keine Explosion mehr einsetzen kann und dementsprechend sorgt ihr auch dafür, dass ihr es ganz einfach fangen könnt, bevor ihr das Shiny habt. Denkt dran. Wir haben heute die kleinen Pizzen im Raclette-Ofen. Erklär mir das mit Raclette-Ofen, Zerelf. Kein Shiny dabei. Das Shiny dreht sich links herum, das wäre absolut witzig, wenn er das machen würde. The Lohmann, yo, viel Erfolg. Herr Dort Mosso, guten Morgen, Chef. Gardewolf auch, guten Morgen. Schokobob, einen wunderschönen frohe Weihnachten an euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oh, 16, 16! Das sind 16, das sind 16! Das sind 16! Das sind 16! Scheiße. Ja, ist okay. Da, das Shiny. Das ist das Shiny. Leute. Ihr müsst nur Geduld haben. Ach komm, ich weiß was. Ich fange das mit dem Meisterball. Das ist mir jetzt egal. Ich habe 3 Stück. Let's go! Und ja, ich habe 3 Meisterbälle. Das Grüne! Mods, einmal die Kanalvorhersage auflösen. Das Shiny Meteno ist da. Sepi Royal ist krass. Ich muss mir den unbedingt angucken. Aber das Problem bei ihm ist halt, er hat einen wirklich, ja, ziemlich ekligen Spot. 4, 2, 4, 6, plus 3 sind 9, 9 plus 5 sind 14, 16 Leute, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Leute, 16, 16, 16 und da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. 16 Spawns. Da ist es. Da ist es, liebe Leute. Let's go! Keine Explosion, ja. Ist das Meteno draufgegangen? Natürlich vorher gespeichert. Einfach das Spiel neu starten. Okay, ich habe eine Idee. Wir machen Kratzfurie. Passt auf. Wenn der Explosion einsetzen möchte, mache ich jetzt Aussetzer. Feuchtigkeit. Mache ich jetzt Aussetzer. Aussetzer sorgt dafür, dass Meteno jetzt keine Explosion mehr einsetzen kann. Das heißt, wir können ganz in Ruhe auf Kapilz wechseln. Wir gehen auf... Hätte man sein Kapilz mitgenommen, hätte man auch einen Kapilz. Ich gehe auf seinen Kopfstoß. Ja, ist guter Schaden. Risiko-Tackle, da machen wir auch einen Aussetzer. Auch Aussetzer. Das sorgt auch dafür, dass... Okay, nee, eine Attacke nur. Oh, let's go. Rein mit dem Köderball, Leute. Rein mit dem Köderball. Ich will das Blaue haben. Oh mein Gott. Im Köderball gecatcht. Hier ist es schwarz. Aber ganz links seht ihr, dass es blauen Sprite hat. Deswegen gibt es unterschiedliche Metenos, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Shiny Meteno-Suche aushelfen. Vielleicht noch ganz wichtig anzumerken, bevor ihr zu den 16 Metenos lauft, speichert vorher einmal. Es kann nämlich sein, dass wenn ihr hinlauft, eins besiegt, dass die anderen gerade im Auto-Battle währenddessen irgendwo despawnen. Deswegen vorher einmal speichern. Bei mir im Chat hat es geklappt, die Zuschauer haben ein Meteno bekommen, ich habe 2 Metenos bekommen, also sollte es funktionieren. Deswegen lasst doch gerne ein Abo da, ich möchte die 20k bis zum Ende des Jahres erreichen. Like wäre auch sehr nett und schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat. Bis zum nächsten Mal.